Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge Nummer 13 von Astronier. Ja, letztes Mal hatten wir gesagt noch, dass wir was mit dem Sauerstoff machen wollen. Da wollen wir uns in dieser Folge darum kümmern. Wir schauen also nach dem Intro nach, wie wir diesen Sauerstofftank kriegen können, den der Mauerdrack in den Kommentaren beschrieben hatte. Damit ist es dann entspannter, durch die Welt zu laufen und das machen wir dann, dass wir das hinkriegen und ja, nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal starten. Der Mordrak hat gesagt, glaube, dass ich den erst noch hier schauen muss. Nee, warte, das war falsch. Wir wollen dahin. Den müssen wir, glaube ich, erforschen. Warte, da muss ich da klicken. Und das da ist der Sauerstofftank. Sehr schön. Den machen wir dann. Den haben wir freigeschaltet. Und dann können wir den bauen. Wahrscheinlich hier. Ich meine, er hätte das so geschrieben. Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Sauerstofftank. Und dafür brauchen wir Glas. Ja, genau. Das haben wir ja da hinten produziert. Dann holen wir uns mal ein Glas da weg und packen das hier rein. Und lassen das produzieren, ne? Okay, und dann, oh, er füllt sich schon auf. Sehr gut. Okay, dann haben wir das erledigt. Dann kann der Rucksack erstmal weg. So, Harz hat er gesagt, ist für den Sauerstofffilter wichtig. Dann gucken wir mal, hier sieht es nach Harz aus. Dann nehmen wir ein Harz wieder mit auf unserem Behälter. Damit wir den Sauerstofffilter, der uns ja auch den Sauerstoff bringt, macht. Ne? Und hier, das Teil, das brauchen wir wohl auch. So, und jetzt gucken wir weiter bei dieser Kapsel mal vorbei. Weil da war ein Symbol drauf, was ich in den Ressourcen nachgucken muss, was das für ein Teil ist, was ich da brauche. Dann gehen wir mal zu dieser Kapsel hin. Da ist er und da ist irgendwie so eine Sonne drauf oder wie man das auch nennen will. Okay, dieses Symbol müssen wir jetzt in der Astropedia. Ich glaube, das war hier, ne? Oder? Ne? Ah, da. Unter Ressourcen müssen wir das rausfinden. Und das ist, glaube ich, das hier oder das hier, Laterit. Ich glaube, das hier ist es. Ja, Laterit ist es. Das bedeutet, wir müssen Laterit haben. Allerdings war das Laterit, haben wir mit ins Lager genommen, ne? Aber ich glaube, das haben wir verforscht, oder? Oder was wurde aus Laterit? Kann man das da nachlesen? Ne, das war falsch. Da ist richtig. Das Laterit. Alle Planeten. Ach, hier drunter steht auch, wo es das gibt. Alles klar. Harz gibt es alle Planeten. Quarz, Zinkblende. Ah, da gibt es nur auf zwei Planeten Titanit, Wolframit. Okay, da müssen wir da Bescheid. Das war Lehm, Gemisch und Graphit. Haben wir schon gefunden. Okay. Gibt es nicht auf allen. Ich weiß gar nicht, wo unser Planet hier gerade heißt, ne? Wäre gut. Aluminium. Laterit. Veredelt. Ach, aus Laterit. Deswegen haben wir es auch nicht mehr, weil wir es veredelt haben. Alles klar. Kohlenstoff gibt es aus organischer Ressource. Argon, Wasserstoff, Stickstoff. Also die Gase gibt es auf verschiedenen Planeten. Und hier gibt es Legierung, Aluminium und Kupfer, Diamanten, Sprengpulver. Okay, das ist natürlich organische Ressource und Harz ergibt Gummi. Okay. Kohlenstoff und Gemisch gibt Kunststoff. Auch sehr interessant. Okay, dann haben wir da schon mal sehr viele Kenntnisse gerade erlangt. Dieses Teil ist jetzt das Laterit und das Laterit
Wollen wir das weg? Ich glaube, wir müssten hier weiterlaufen, um ans Laterit zu kommen, ne? Kann das sein? Da vorne ist noch so ein Ding. Was ist da drauf? So ein Blitz. Lass mal wieder an die Sauerstofflinie gehen und wir können noch mal reingucken. Den Blitz sehe ich hier nicht. Hier auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay, dann ist das was anderes. Okay. Habe ich mich dann vertan? Wo ist denn das Ding da hinten? Ist das gar nicht so ein Teil? Exodon ist auch so ein Forschungsteil, aber was muss man da machen, damit das funktioniert? Ach, da muss Strom dran, alles klar, mehr nicht. Kabelstecker. Okay. Warte, lass uns mal gerade erst an Sauerstoff gehen. Wenn ich wüsste, da ist die Linie, okay. Erstmal wieder Sauerstoff aufnehmen, das ist wichtig. So, wie sieht das denn aus mit unserem Rucksack? Nee, Rucksack, Kuh. Da gab es auch einen kleinen Generator, oder? Oder kleine Batterie. Zink. Aber einen Generator gab es auch, oder? War der nicht auch hier drinne? Kleiner Generator, Gemisch. Komm, zack. Okay. Wo ist das Ding jetzt? Ja, super, ne? Da ist er. Jetzt muss ich den kleinen Generator da raus haben. Und setze den mal hier hin. Und dann muss ich Biomasse haben, okay. Warte mal, aber ich kann erstmal die Leitung hier anschließen. Dann bauen wir hier gerade Biomasse ab, oder? Habe ich jetzt schon Biomasse einen voll oder nicht? Wohl noch nicht. Gibt's doch gar nicht. Vor allem, ich sehe das gar nicht, ne? Ja, jetzt aber mal, ne? Wie viel geht denn da dran an so einem Ding? Ah, jetzt habe ich's. Nee, falsch. So. Wie viel Strom muss. Ah, der lädt da auf, okay. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Okay, Meister im Auspacken. Können wir wieder einstecken. Und. Vielleicht nehmen wir nochmal da das Teil da noch erst ab. Also, der produziert immer Strom. Und wir atmen gerade etwas tief schwer. Das bedeutet mal ganz schnell an die Luftlinie. Ja, am Ersticken, aber jetzt nicht mehr. Haben wir wieder zu lange gebastelt, ne? Ja, war klar, dass ich einen Zusatzsauerstofftank habe und mir das trotzdem das Leben schwer damit mache. So, kann ich da an dem Ding was machen oder nicht? Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Das Teil ist weggeflogen. Und da ist die Forschungsprobe. Die sollten wir dann mitnehmen wohl. Da ist aber nichts mehr drin, ne? Nein, gut.
Okay, das bedeutet, wir haben das Ziel erreicht erstmal. Wir wollten das da rausbauen und haben das jetzt hier so geschafft. Den da nicht, aber bei dem wird das auch so sein, dann denke ich mal. Wir machen jetzt aber mal gerade die Forschungsprobe da hinten rein. Keine Ahnung, ob das jetzt einen Unterschied macht, was ich da reinstecke oder nicht. Ich mache es jetzt einfach mal und hoffe, dass es so richtig ist. Ja, irgendwie hört man am Ton, dass der Generator gleich steht. Sehr cool gemacht. Forschungsprobe. Scannen oder forschen für Bytes. Okay, der macht das jetzt da. Ich glaube, da gibt es ein paar mehr, wenn man das da drinnen macht. Oder wie war das? Ich meine, der Mordrak hätte mir das schon geschrieben. Wir haben hier nochmal Gemisch. Nehmen wir wieder mit. Hatte ich ja, glaube ich, für den Generator gebraucht. Ich glaube, den Generator nehme ich wieder mit. Biomasse kriegt man überall weg. So, wo wollen wir hin? Da hinten ist doch noch so ein Teil gerade zu sehen gewesen, oder? Was hat der für ein Symbol da? Der blinkt ja auch. Okay, da ist nochmal. Ist das auch Laterit? Ja. Da ist nochmal Laterit. Das war's. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz schnell unser Werkzeug rausholen und uns hier irgendwie eine Plattform basteln. Ja, ich glaube, das war's. So, Sauerstofftank ist da. Irgendwie bin ich gerade vergiftet, oder was? Okay, das war's. In dem Loch war wohl irgendwas drin, was ich nicht abkonnte, oder wie? Oder. Ja, habe ich jetzt nicht so ganz mitgekriegt, wie ich da gestorben bin. Tja, echt doof gelaufen, ne? Alles weg, was ich am Rucksack hatte. Ja, nee, da gehen wir jetzt erst nicht hin, da gehen wir jetzt erstmal Sauerstoff holen. Warum ich da unten jetzt gestorben bin, weiß ich nicht. War da irgendwie eine Pflanze oder sowas? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Den Sauerstofftank bauen wir auf jeden Fall. Der war wichtig und wir brauchen noch den kleinen Kanister. Kleiner Generator, kleiner Kanister war Harz. Ich glaube, da hatten wir noch mal einmal hier. Ja. Weil den brauchen wir definitiv ja zum Dingens bauen. Zum Erde machen, ne? Und Gemisch, da ist aber nichts mehr dran, ne? Haben wir auch nichts mehr? Nein, kein Gemisch mehr da. Da vorne war Biomasse und auf der Rückseite ist noch auf jeden Fall ein Harz, den wir mitnehmen müssen. Was war das? Zinkblende. Okay, die kann noch in den Ofen. Ja, das mit dem Sterben habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich würde gerne nicht sterben, aber naja, dann ist das jetzt so. Die Forschung läuft auf jeden Fall. Entschuldigung. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben. Gemisch fehlt uns jetzt noch. Sag schon. Hier habe ich Gemisch eben gesehen, meine ich, ne? Guckt das hier irgendwo raus? Ne, war es wohl nicht hier.
Wo bin ich denn reingefallen? Liegen meine Sachen da noch drinne? Glaube, da war das nicht. War das hier? Ich glaube, das war hier. Ja, da unten ist mein ganzes Zeug. Ich kann aber nicht sehen, was da war. Hier gibt es aber auf jeden Fall auch Gemisch. Nicht schon wieder da runterfallen und ich glaube, wir brauchen erstmal wieder Sauerstoff aufladen. Jetzt haben wir es erst wieder, gehen wir da mal hin. Hier gibt es auf jeden Fall Gemisch. Tja, da unten ist es. Aber wir haben, glaube ich, keinen Sauerstoff mehr. Wir gehen erstmal wieder zurück. Der kleine Tank ist leer. Gleich ist so ein Rohbau dran. Ne? Gehen wir auffüllen. Okay. Dann gehen wir da wieder hin und gucken, dass wir das wieder abbauen. Da funkelt es richtig. Ich weiß nicht, wofür ist das Feuerstein oder was ist das dann? Was war das jetzt? Wir haben keine Luft mehr, wir gehen erstmal wieder hoch. Was war das für ein Geräusch gerade? Ja, sehr eigenartig. Hat mich da was beschossen? War das ein Tier oder was? Ja, wir könnten ja mal hier glätten, ne? Was ist da?
Da ist es wieder. Was ist das Grüne? Ist das ein Tier oder nicht? Schwierig, ne? Hier um die Ecke unten ist es. Ich weiß nicht, was es ist. Das hat mich auf jeden Fall kaputt gemacht, das weiß ich wohl. Komme aber nicht dran, ne? Ja, ich sehe was ganz Schlimmeres. Wir haben gleich wieder keinen Sauerstoff. Wir sollten mal hier eine Leitung runter machen, dann wäre das auch besser, ne? Ja, wir arbeiten dran, ne? So. Okay, wir machen das ganz einfach so, dass wir das Ding hier mal wechseln. Also, wir müssen das hier wechseln. Kleiner Drucker, ne, Verbindung. Die machen wir. So, jetzt haben wir die Teile da. Aber ich sehe schon, die Runde ist ziemlich weit fortgeschritten. Das heißt, wir begeben uns jetzt gerade erstmal an die Basis und speichern das Ganze ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.